Hallo, hier möchte ich zeigen, wie man bei einem Canon PIXMA Drucker den auswechselbaren Druckkopf ausbaut und mit Wasser in einem Ultraschallreinigungsgerät reinigt. Bei den Canon PIXMA Drucker kann man nach dem Öffnen des Deckels die Patronen herausnehmen und durch Hochziehen des Hebels hier den Druckkopf ausbauen. Das ist jetzt ein handelsübliches Ultraschallreinigungsgerät. Das besteht einmal aus dem Gerät selber und hier so einem Korb. Und in diesen Korb stellt man den Druckkopf dann. Das Gerät wird befüllt mit Wasser, am besten mit kaltem Wasser. Und da kommt dann der Korb hinein. Wichtig ist, dass das Wasser nicht ganz bis zum Rand steht, das braucht es auf keinen Fall, sondern nur so weit wie nötig. In dem Fall, dass alle Bereiche des Druckkopfs, die mit Tinte in Berührung kommen, als auch diese kleinen Netze hier unten, dass die mit Wasser bedeckt sind. Deckel zu und hier unten kann man dann die Zeit einstellen. Jetzt sind 90 Sekunden eingestellt. Das reicht für den Anfang schon mal und dann geht's los. Den Kopf kann man jetzt aus dem Bad rausnehmen. Wie man sieht hier, alles voller Tinte. Und kann das dann wegkippen für die zweite Runde. Das alte Wasser ist weggekippt. Jetzt ist Neues drin, wieder sauber. Kommt der Kopf dann wieder rein. Und dann die zweite Runde. Jetzt ist der zweite Durchgang fertig und wie man sieht, ist das Wasser deutlich klarer, kann man nochmal machen. Jetzt kann man das Wasser wechseln und reinigen, so oft wiederholen, bis das Wasser hier richtig klar ist und auch klar bleibt. So wie jetzt hier, dann kann man das ausschalten und den Kopf rausnehmen. Der Kopf wird dann gut getrocknet, am besten mit einem Tuch, mit einem Zeltstofftuch, Zewa wischen weg und danach ist er wie neu. Es ist keinerlei Tinte mehr dran, keine Verschmutzung mehr und die Tinte ist komplett draußen aus dem Kopf. Das heißt, wenn man unten mit dem Tuch dran drückt, ist auch keine Tinte mehr auf dem Papier. Jetzt wird der Kopf wieder eingesetzt. Das macht also auch nichts, wenn er noch ein bisschen nass ist. Das ist ja nur Wasser und trocknet dann entsprechend auch wieder weg. Nachdem man den Kopf eingesetzt hat, sollte man vor dem Drucken nochmal Reinigung oder Intensivreinigung ausführen, damit der Druckkopf wieder richtig mit Tinte befüllt wird. Jetzt kann man nochmal eine Testseite drucken und die ist einwandfrei jetzt hier. Schwarz ist da wieder, bunt ist da und einwandfreier Ausdruck.